Dieser Tempel hinter mir am Lotussee in Kaohsiung ist dem großen chinesischen Philosophen Konfuzius gewidmet. Er wurde 551 vor Christus geboren und hat viel studiert und hat die Idee der politischen Menschlichkeit und Gerechtigkeit geprägt. Aus seinen Tugenden leiten sich auch viele Verhaltensregeln ab, die immer noch den sozialen Alltag in Asien bestimmen. Gebäude in Taiwan mit 347 Metern Höhe und es ist das 13. höchste Gebäude in der Welt. Und wir schauen uns jetzt mal die Aussicht von oben an. So sieht er von außen aus, der Sky Tower. Und wir sind jetzt hochgefahren auf die Aussichtsplattform, 296 Meter. Es hat nur 45 Sekunden gedauert im Aufzug, so schnell, dass wir richtig Druck auf den Ohren bekommen haben. Und jetzt haben wir hier eine etwas diesige Sicht auf einer der größten Containerhäfen der Welt. Ist also in den Top 10 der größten Häfen der Welt und man sieht ganz, ganz viele Schiffe und ein riesiges Hafenbecken. Da hinten, da liegen wir dann auch in unserem Schiff. Auf dieser Seite hier haben wir jetzt den Blick auf die Stadt und ganz toll, wie Spielzeugautos von hier aus. Aber jetzt werden sie noch viel nächste alle viele Tempel sind. Das ist schon groß. Ja. Very romantic, huh? Ja. Der, was mein Mann gewählt hat, nämlich Aufzüge gebraucht. Das wäre, was mein Mann gewählt hat. Ah, ja. Interessant, gell? Glaube ich.